Ich habe dieses Stück ausgewählt, weil ich die Melodie immer schon mag, aber es in Verbindung mit dem Text von Paul Gerhardt für mich zu einer der innigsten Aussagen im adventlichen Warten macht. Und besonders berührt mich, wie die Kinder diesen ja doch nicht so leichten Text annehmen und interpretieren. So wünsche ich Ihnen und uns allen eine gesegnete Adventszeit.